Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Herr der Ringe. Eigentlich sollte er jetzt das neue Projekt starten, aber das ist bis jetzt nicht gekommen. Es ist Donnerstag 16.30 Uhr ungefähr. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich erstmal Lego Herr der Ringe auf und wir sehen das neue Projekt dann, ist wahrscheinlich Montag. Also weiter geht's. Wir müssen jetzt nach, ich hab's vergessen. Ja. Okay, müssen wir erstmal runter. Legolas. Zack. Hallo? Hallo? Dankeschön. Und wir reiten über das Schiff drüber, wo die Geister hergekommen sind. Mit Aragorn und so. Ach, das ist lila leuchtend. Ich wollte gerade sagen, was glitzert denn da so komisch? Müssen wir daher? Nein, wir müssen einfach nur hier in das Gilead rein. Was steht denn hier rum? Eine Angel. Brauchen wir dafür? Dahin muss ich. Wir gehen jetzt zum Schwarzen Tor, richtig? Vorletztes Level. Hier waren wir auch schon mit Frodo, wer sich erinnert. Mit Frodo und die Schameboy. Ein weiter Weg für uns. Hier sind die Totensümpfe. Müssen wir durch die Totensümpfe? Au. Geh weg. Ein Haardrim. Kaufen wir den nochmal. Müssen anscheinend durch die Totensümpfe durch. Hep. Da komme ich ja mit dem Pferd kaum rüber, oder? Wo ist er denn jetzt hingesprungen? Dann versuchen wir es mal. Na, das geht nicht. Das wird nicht funktionieren. Da müssen wir so rüberlaufen. Vorne sehe ich einen weißen Stein, der ist mir aber gerade relativ wurscht. Ich wundere mich nur, warum ich hier durch die Totensümpfe hüpfen muss. Wo bist du denn für ihn, ne? Hallo? Ich habe ein Haus aus den Knochen meiner Feinde gebaut. Gut, was? Aber mir gingen die Knochen aus, bevor ich den Skelettschlüssel machen konnte. In den Braten der Toten gibt es sicher noch einen. Aha, was soll ich mit dem Skelettschlüssel? Na gut. Schickes Haus. Kann ich das kaputt machen? Kann ich da anhauen. Legolas? Ja, du stehst hinten noch, aber der Pferd steht im Weg. Das Pferd hier mal wegstellen. Da kommen die auch vielleicht hinterher. Ach, da ist Gandalf schon wieder. So. Und hier rüber. Und mal eine kleine Schusspartie einlegen. Zack. Ah. Höp. Höp. Mein Gott, wieso ist das schwarze Tor denn so weit weg? Kartenstatue entdeckt. Totensümpfe. Ein Stückchen müssen wir noch, dann sind wir da. Schade, dass ich mein Pferd nicht mitnehmen konnte. Blub, 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 blub. Wer ist er denn? Sieht auch aus wie ein Haarrad drin. Ein Ostling. Oh, die kosten ja fast nichts, die kann man auch kaufen. Da muss ich hin. Runter hier. Das schwarze Tor. Unübersehbar. Nicht rosa, sondern schwarz. Pluck, 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 pluck. Und los geht's. Vorletztes Level, meine Damen und Herren.
heißt, wir werden uns dann höchstwahrscheinlich Montag noch zur letzten Folge sehen. Von diesem Projekt. Aber auch zum neuen, hoffentlich. Los geht's. Oder auch nicht. Jetzt. Der Herr des Schwarzen Landes soll heraustreten. Ach, die paar. Und wir sind mitten im Battle des Jahrhunderts. Und wir sammeln erstmal schön fröhlich ein paar Steinchen. Bis ein Troll Gegenstände auf uns wirft. Und den lieben Gandalf getroffen hat. Hua. Oh. Jimmy. Jimmy. Da. Rums. Bauen wir schnell. Bauen. Puh. Ach, wir bauen so eine kleine Plattform. Ist natürlich irgendwie logisch. Put, 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 put. Hau drauf. Rums. Ach, er haut sich der Ding in die Fresse. Ich dachte schon, ich müsste mit Legolas draufklettern. Rums, rums, rums. Da ist wahrscheinlich auch wieder... Upsala. Irgendwas drunter. Was wir gleich zusammenbauen müssen. Zack. Jetzt springt das hier alles so schön in die Mitte und wir können es aufbauen. Huch, was hat er denn gerade mit Gandalf gemacht? Zurückspulen, wer es nicht gesehen hat. Sah cool aus. Mhm. Rums. Hier noch nebenbei ein paar Orks kaputt machen. Da ist gerade Aragorn zersprungen. Den ich jetzt auch brauche. Zack, da ist er. Ah, der wird noch angegriffen. Geh weg. So. Upsala. Hier auch noch ein bisschen. Da ist noch ein Orks. Das war auch noch kaputt. Und bauen uns jetzt Plattform Nummer 3. Und diese magische Zahl 3 löst natürlich wieder alle Probleme. Mit diesem Troll zuerst. Zunächst. Nicht zuerst, sondern nur zunächst. Bam. Ich bin drauf stehen geblieben. Das war natürlich sehr klug. Rums, kaputt. Nasko. Das ist natürlich jetzt nicht allzu gut. Dass wir nochmal gegen einen Nazgûl kämpfen müssen. Aber da wir ja schon einmal gegen einen gekämpft haben, wissen wir genau, was wir machen müssen. Ups. Vor allem brauche ich mal eben Legolas. Schieß. Ja. Getroffen und tschüss. Die Reihe öffnet sich nach links. Und ein neuer Troll erwartet uns. Wir natürlich wagemutig direkt hinterher. Wie wir auch sind. Und wir schnappen uns den nächsten. Ein bisschen Geld hier. Hm. Hallo. Du hast ganz unauffällig zwei Markierungen an den Schultern. Oh, jetzt haben wir uns hier abgegrenzt. Nummer 1. Upsala. Wird der am besten an Nummer 2 ran. Bums. Nummer 2. Upp.
Und jetzt? Also. Du hilfst mir natürlich. Dankeschön. Jimmy. Durch. Und da hat er einen kleinen Hüpser. Ne, doch nicht. Scheiße, ich brauche den anderen. Wer auch immer mir gerade hinterherkommt. Ist das Pippin? Oh, er rennt wieder zurück. Ja, super. Jetzt muss ich auch noch warten, bis der da... Ach, das hasse ich, ne? Dieses CPU-Gesteuer. So, schnell weg. Ja, ist egal, wenn Jimmy Lee fällt. Hepp. So, schön draufhauen. Wir kontrollieren ihn jetzt auch so ein bisschen halbwegs. Legolas. Zack. Und das war's schon. Der Nazgûl kommt zurück. Da jetzt bin ich schon hier. Eine kleine Animation von links hätte ich mir schon gewünscht. Zack, zack, zack. Ich brauche wieder Legolas. Wow. Verdammt. Drauf schießen. Ja, schön, 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 schön. Und wieder weg. Zum zweiten Mal jetzt. Und guck mal, unverkennbar. Eine schöne Rüstung, die wir natürlich zerstören können. Kein Problem für uns. Wenn wir erstmal hier den blöden Ork töten. Hallo. Nein, ich will gedrückt halten. Zum Teufel. Hä? Wieso geht das nicht? Muss ich auf irgendwas warten? Aua. Darauf anscheinend nicht. Ah, jetzt kann er nicht mehr. Batz. Teil 1. Oh. Oh ja. Verdammt. So, Nummer 2. Und Treffer Nummer 3 folgt dann. Ach, er rennt wieder nach links. Ich lasse euch damit den Ochsenmann alleine. Und renne rüber zu diesem blöden Trolle. Wer wie für ein Stein? Gemein. Ah, ja. Gib mir nicht mal Zeit zum Ausweichen. Rups. Oh. Ich kann gerade noch nicht mal mein Geld auch wieder aufnehmen. Ein bisschen gemein gewesen. So, da oben steckt schon ein Pfeil. Das ist natürlich super. Andersrum, hoch hier. Springst du? Du auch bitte. Wir sind wahre Abenteuer geworden. Sehr nett. Freut den Zwerg hier oben? Will ich doch verarschen. Freue ich wirklich, oder? Nee. Der wird jetzt hier schön draufhauen. Put, put, put. Höchstwahrscheinlich muss ich jetzt hier drauf. Ja. Bam. Oh. Oh, nee. Ah, genau. Jetzt kommen ja noch ein paar Freunde von uns. Die Adler sind da. Die Adler kommen. Das Auge wendet sich ab. Vom Schicksalsberg. Und das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.
beim Schicksalsberg. Wir haben das schwarze Tor abgeschlossen, bekommen Aragorn in gondorianischer Rüstung, genauso wie Pippin. Haben den wahren Abenteuer abgeschlossen, 1.033.700 Steine, 32 von den Mithril-Steinen. Setzt natürlich die Geschichte noch fort, der wird uns jetzt zeigen, dass sich das Auge gewandt hat, denke ich mal, abgewandt hat natürlich, nicht gewandt. Hört sich irgendwie komisch an. Ne, wird uns nicht mehr zeigen. Aber wir können jetzt auf den Schicksalsberg, das machen wir aber natürlich, wie immer, erst in der nächsten Folge. Entschuldige für die kurze Folge, aber wir sehen uns dann Montag zur letzten Folge Lego Herr der Ringe, der Schicksalsberg.